Gewiss. Wir haben drei Rüstungen mitgebracht. Könnt ihr jetzt den Text auf dem Geheimnis der Toten übersetzen? Perfekt, genau das, was ich haben wollte. Die Übersetzung sollte nicht mehr als ein paar Stunden dauern. Gegenstand verloren, Geheimnis der Toten. Ja, Gegenstände ansehen. Gut. Viel hier ist aber nicht viel wert. Sind ja eigentlich hauptsächlich Andenken. So wie das Silberschild und die Zelebratenklinge, die den Stab will er gar nicht haben. Die will er auch nicht haben. Du trägst doch, ja genau, die beiden Tiere, die können wir verkaufen. Ja, sofort. Hier können wir nicht rasten, also rasten wir hier draußen. Euer Ende ist nah. Vorwärts! Vorwärts! So hat es schon gereicht. Nein. Na, nochmal rasten. Es soll geschehen. In Ordnung. Ich habe so viel Text übersetzt, wie ich konnte. Manches davon entzieht sich meinem Verständnis. Aber ich habe zwei Zauberformeln entziffert. Eine ist für die Abwehr von Untoten und die andere scheint ein Heilzauber zu sein. Braucht ihr noch irgendetwas? Nein, danke. So, Geheimnis der Toten. Kritische Wunden heilen einmal täglich. Und Schutz vor den Toten. Wesen im Wirkungsbereich werden gebannt, wie durch einen Priester der 11. Stufe. Cool. Und das Ding hat jetzt 4? Ja, ist das Ding mächtig geworden. Sag, was du vorwärts. Weiter. So kann uns eigentlich fast nichts mehr treffen. Tag, Leute. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Wie kann ich helfen? Können wir gerade mal ausprobieren. Schutzwort. Dein Befehl? Einverstanden. Erlaubnis. Ja, einverstanden. War jetzt interessant, aber... Ich mach so schmerzhaft. Was? Ist das alles? Ich mach so schmerzlos wie möglich. Stirb now. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Ich mach so schmerzlos wie möglich. So. Gewiss. Also diese weinenden Jungfern sind wirklich eine deprimierende Art von Gegner.
Erstens sind sie ziemlich gefährlich eigentlich. Ich erledigt. Ja, ich mach so schmerzlos wie möglich. Einverstanden. Auch wenn ihr sie sehr langsam zaubern und nicht sonderlich viel aushalten. Ach ja, hier war ja der ärgerliche Gedanke. Weitere Eingeborene kommen, um zu sterben. Soll mir recht sein, wisst ihr, ich bin ärgerliche Gedanken. Glabrezu und Kommandant des 6021. Men-Bataillons. Wer seid ihr? Ich habe euch bereits gesagt, wer ich bin. Für euch bin ich ärgerliche Gedanken. Mein wahrer Name dient mir alleine. Kein Schwächling soll mir je befehlen. Ich würde es nicht wagen, ein solch mächtiges Wesen zu beleidigen. Speichelleien bringen euch überhaupt nichts. Ihr stolziert herum wie Affen mit euren Metallhäuten und euren primitiven Waffen. Und glaubt, ihr wisst, wie man mit Macht umgeht, Narren? Na schön, dann werde ich euch befehlen, ärgerliche Gedanken. Bahaha. Wie wollt ihr das anstellen? Ich werde euch tragen, Dämon, und ihr werdet euch meinem Willen unterordnen. Soll das eine Herausforderung sein? Na schön, ich unterwerfe mich eurem Willen. Hehe. Wohl, wollt ihr mich wirklich tragen? Ja, verzweifelt nie wieder an meinen Entschlüssen. Oh, gewiss, Herr, ich werde tun, was ihr wünscht. Wir haben ärgerliche Gedanken unterworfen, aufgefordert, uns zu unterwerfen, und er hat eingewilligt. Ein Plattenpanzer. Verärgerte Rüstung. Diese feurige Rüstung ist eigentlich ein Dämon, der sich in der physischen Verkörperung teuflischer Abwehr manifestiert hat. Auf dem Brustpanzer der Rüstung ist ein teuflisches Gesicht abgebildet. Die ganze Rüstung ist sorgfältig gearbeitet und sieht ungemein böswillig aus. Sie fühlt sich warm an und ist offensichtlich übernatürlicher Herkunft. Ja, Besonderheiten. Resistenz gegen Kälte auf 100 gesetzt. Plus 2 auf Konstitution. Gefahr. Diese Rüstung ist die Essenz eines ärgerlichen Gedanken, als ärgerliche Gedanken bekannten Glabrezus. Der Träger wird also unter Umständen beim Anlegen der Rüstung zusätzliche Eigenschaften entdecken. Kann nicht getragen werden von Barde, Druide, Magier, Mönch, Schamane, Dieb, Kenze, da. Ja, bevor ich das mache, Quick Save. Was passiert? Verfluchter Gegenstand. Was verflucht er mich jetzt? Bahaha, als ob ich es zulassen würde, dass irgendein Hohlkopf mich trägt. Ohne zu leiden. Ja. Wie kann ich helfen? Gut. Damit hätten wir das geklärt. Ich wusste, es passiert irgendwas böse. Ich wusste nur nicht mehr, ob das es der Tod war, der uns passiert. Also der Tod. Mögen die Götter euch gnädig sein. Dein Befehl. Einer geistert hier doch irgendwo noch rum jetzt. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ich weiß noch nicht, patrouillieren die? Weil eigentlich habe ich ja hier alles, oder wir spawnen hier Gegner, wenn ich raste. Das
Das kann natürlich auch sein. Hier ist auf jeden Fall der letzte Ausgang. Das wird wahrscheinlich der sein, der nach... Genau, hier oben rausführt. Also hier. Damit haben wir eigentlich alle. Es soll geschehen. Sieht eher so aus, als ob Gegner respawnen würden, wenn wir die Gruft verlassen. Okay, wir haben gerastet erfolgreich, aber... Wir wurden trotzdem unterbrochen. Ja, sofort. Was aber auch nicht so schlimm ist. So, jetzt gucken wir mal nach hier unten. Bevor wir dann hier drüben hingehen. Also es... Es tauchen auf jeden Fall neue Gruftschrecken auf, aber keine neuen Jungfrauen, so wie es aussieht. Oh ja, war ja klar, dass hier unten am Wasser... Kann ich helfen? Natürlich. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Okay, dieses Mal müssen wir, glaube ich, uns mal um eine Hasten bemühen. Eine Hast und am besten auch eine Verteidigungskoordination. Sag, was du von mir willst. Werde Zeugen wahrer Macht. Soll geschehen. Wie kann ich helfen? Einverstanden. So, weil nur so werden wir diese Jungfern effektiv los. Dein Weg vorwärts. Sterb! Melden die Götter! Werde Zeugen wahrer Macht. Kann ich in Ordnung. So, dich heilen, dich heilen. Achso, deine ganzen, die meiste deiner Heilungen sind weg. So soll es geschehen. Okay. Wie kann ich das am besten ist jetzt Dienst nicht sein? Schön, dass ihr die angreift. Ich höre mit Vergnügen. Ja, ich sofort. Warte, ich tue es. Ich werde, das macht mir nichts aus. Brauchst du mich? Will, ich werde mein Bestes geben. Ah, du versuchst dich mal mit dem bisschen, was du hast, zu halten. Mögen die Götter mich schützen! Wo war unser letzter Safe? Wie kann ich gewiss? Okay, hier. Ist jetzt sehr gut. Jawohl! Wie kann ich helfen? Vorwärts! Zum Sieg!
Okay, irgendwie sind es jetzt viel weniger Jungfrauen. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Ich so schnell ich kann. Worum handelt es sich? Dein Befehl. Euer Leben ist verwirrt! Okay, wir töten die hier noch schnell. Ja. Vorwärts. Gut, okay. Wir sind ziemlich angeschadet. Ich würde jetzt aber gerne mal erstmal speichern. Und zwar LP02 speichern. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut und sehen uns gleich wieder.